Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. So, weiter natürlich auf der Jagd nach Merlins Prüfungen. Mal schauen nachher, wie viele wir uns noch fehlen. Aber können jetzt eigentlich nicht mehr so viele sein, glaube ich. Ah, das ist die Prüfung, die ich gesucht habe. Genau. Wo wir mal nicht weitergekommen sind. Lumos. Wegen diesen Schmetterlingen. Wo ist der entsprechende Stein? Da hinten. So. Und jetzt fehlen uns aber noch einmal Schmetterlinge. Rebellion. Da. Nee. Lumos. Da unten? Really? Oh Mann. Na, Gott sei Dank. Und schon wieder dreht die Grafikkarte auf. Ich habe extra die Lüfter hochdreht zwischen den Parts, um etwas abzukühlen, aber das hat nicht viel gebracht. Vielleicht sollte ich das Power Target noch weiter runtersetzen. Ich sehe schon auf 90%, bitte. Und irgendwann werden wir die FPS-Drops wahrscheinlich dann auch stärker merken, wenn das Power Target einfach so weit runtergeht. Die sahen auch schon mal besser aus. Oh, Handbuchseite. Rebellion. Squib Cottage. Dieses idyllische Cottage gehört zu einem älteren Squib, der es vorgezogen hat, in der Welt der Zauberei zu leben, anstatt sich bei den Muggeln zu integrieren, wie es einige Squibs tun. Er begnügt sich damit, sein Land ganz ohne Magie zu bewirtschaften und die umliegenden Dörfer mit frischen Obst und Gemüse zu versorgen, auch wenn er bei dem einen oder anderen Kürbis gelegentlich einen Schwellzauber durchführen lässt. Ich dachte, Squibs sind Leute, die sehr schlecht zaubern können, aber dass sie gar nicht zaubern können? Ah, nee, genau, stimmt. Das sind wirklich, ist wirklich das genaue Gegenteil der Zauberer aus Muggelfamilien. Die sind aus Zaubererfamilien, können aber einfach nicht zaubern. Wobei die Frage ist, können sie es einfach nicht, weil sie es halt, naja, halt nicht zusammenbringen, oder sind sie einfach nur schlecht darin? Schokofrösche. Die Schokofrösche wurden von einem Hogwarts-Schüler zurückgelassen, der Hogsmeade besuchte. Diese verzauberten Süßigkeiten hüpfen wie echte Frösche herum und enthalten jeweils eine Sammelkarte von einer berühmten Hexe oder einem berühmten Zauberer. Die gab es damals schon. Oh, wir können hier nicht fliegen. Warum können wir hier nicht fliegen? Landen konnten wir auch hier. Was ist das? What the fuck? Lassen uns landen, aber nicht wegfliegen. LOL, jetzt können wir hier überhaupt nicht mehr fliegen. Jetzt müssen wir das Fuß hin. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist auch schon wurscht. Oh, welch angenehme Überraschung. Meinst? Du bist leicht zu beeindrucken. Und wo ist der Rest? Bombarda. Rebellion. Fertig.
So. Schauen wir doch mal. Boah, 76% haben wir. Okay, das ist der Gesamtfortschritt. Aber es ist wirklich gesamt, wirklich alles, alles, auch mit Story. Aber die Story steht ja hier irgendwie nicht dabei, deshalb bin ich mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das wirklich alles, alles ist. Schließe Merlins Prüfungen ab, na bitte, das haben wir komplett durch, aber es gibt noch immer Prüfungen, also es waren nicht alle. Oh, halt. Da ist auch noch was. Ah ja, das haben wir auch geschafft, da fehlt uns auch nicht mehr viel. Sehr schön. So, ist aber blöd, oder? Das heißt, es gibt nicht wirklich eine vernünftige Auflistung aller Prüfungen von Merlin. Auch wenn hier wohl keine mehr sind, zumindest sehe ich keine mehr. Das heißt, hier ist noch einer. Da müssen wir nochmal drüber fliegen, um das zu checken, dass wir hier wirklich alles haben. Hier haben wir wohl alles. Hier sehe ich auch keine mehr. Da ist noch alte Magie, da müssen wir dann hin. Hier gibt es noch eine, hier ist noch einer. Das sind 2, 3, 4, 5, 6. 7 und da sind natürlich noch ein paar Dinge, die wir nicht entdeckt haben. Da kommt auch noch was auf uns zu. Also ich sage mal so, 10 Prüfungen wird es auf jeden Fall noch geben. Würde ich jetzt mal behaupten. Ah. Eine einfachere Prüfung. Boom. Avada. Schön. Es geht auch so. Gut, dann schauen wir mal. Hä? Was ist das hier für ein komisches? Ah, das ist hier überall. Interessant, was soll das heißen? genau, wir... Ach, wir können da gar nicht hin. Gut, wir porten uns trotzdem mal dahin und schauen. Aber ich glaube, da haben wir nichts mehr. Nee, da ist schon die Grenze. Also da dürfte es wohl nichts mehr geben für uns. Schön. Alte Magie gab's hier. Oh, wir bleiben gleich auf dem Besen. Interessant. Das haben wir schon erledigt. Ah, diese Landeplattformen müssen wir dann nochmal alle finden. Rebellion. Interessant, gibt es hier keine Gegner. Gerade in so einer Ruine. Wäre doch normalerweise immer irgendwas. Rebellion.
oben ist was. Strange, es verschwindet einfach. Was ist das für eine alte Magie, dass man sich das Ding einfach auflöst? Ne? Ach, da geht's auch noch in der Höhle. Rebellion. Die man aber erst irgendwie öffnen muss. Hotrinko! Bombarda! Da ist so eine Schlange drauf. Müssen wir hier Puzzle reden? Gehören kein Puzzle. Oh. Okay. Understand. Und hier ist der Würfel. Ach hier. Wingardium Leviosa. Lol, what the fuck? Ach hier. Wingardium Leviosa. Komm, Felix her. Ach hier. Wingardium Leviosa. Hier, Wingardium Leviosa. Hä? The fuck? Was ist das schon wieder? Leviosa. Warum? Warum? Da ist eindeutig Glazio drauf und nicht Livioso. Was soll denn der Scheiß wieder? Sieht interessant aus. Sieht nach epileptischem Anfall aus. Wow. Gut, das hätten wir erledigt. Auch da. Wohin als nächstes? Das heißt, hier haben wir sämtliche Prüfungen Merlins erledigt. In dem ganzen Gebiet. Ah, hier können wir sich das auch nochmal so anschauen. Prüfungen Merlins erledigt. Erledigt. Und auch die Orte alter Magie. Warte, hier in... Warte, was? Hier ist irgendwo noch eine Prüfung. Hogwarts zwar nicht, aber... Hier, Region südlich von Hogwarts. Prüfungen Merlins 14 von 15. Hier ist noch irgendwo eine versteckt. Da ist eine Handbuchseite. Die holen wir sich erstmal und dann müssen wir schauen, wo diese Prüfung ist. Verdammt. Alihotzi-Torte. Diese Torte, die mit den Blättern der Alihotzi-Baums gebacken wird, ist ein künstliches Naschwerk, das unkontrolliertes Lachen hervorruft, okay? Achtung! Gefahr! Irgendwo soll noch eine Prüfung sein. Ah, vielleicht die hier. Hoffentlich ist es die. Sonst wird es schwierig, wenn wir die nicht finden. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Oh, hallo. Mist.
Glaubst du? Akio, du siehst einfach aus wie mich. Arresto. Exiliano, defendo. Tja, hier sind wir nicht gut gelandet, ne? Was hoffentlich? Als ob du mich besiegen könntest. Wirf einen Troll die Keule ins Gesicht. Ich dachte, sowas hätten wir schon mal gemacht. Da oben ist die Prüfung versteckt, na super. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Das frage ich mir. Oh, okay, verstehe. Rivelio. Bombarda. Konflikt. Nö. Komm, geh rauf da. Da wäre selbst Merlin stolz. Und damit sollten wir doch hier eigentlich alle Prüfungen jetzt haben, nicht wahr? Orte alter Magie 3 von 6. Prüfungen Merlins 11 von 16. Okay, wir haben hier offensichtlich noch Dinge offen. Dann schauen wir doch mal hier hin vielleicht. Verdammt. Da gibt es noch einiges zu entdecken. Doch nicht so schnell wie gedacht. Dann finde ich es aber interessant, dass wir schon alle Herausforderungen für die Prüfungen Merlins erledigt haben, wenn es noch so viele Prüfungen zu erledigen gibt. Ah ja, und schon haben wir hier Dinge entdeckt. Da sind schon mal zwei Prüfungen wieder aufgetaucht und ein Ort alter Magie. Hast du den Bund verlaufen? Hallo? Nein. Das in vollen Zügen genießen. Das wird dir klar. Ach, hier. Autsch. Was war das wohl, ha? Was war das wohl? Ein Entwaffnungszauber. Rivelio. Doxy-Ei, diese von Wilderern zum Gebrauch in Zaubertränken gestohlenen schwarzen Eier stammen von einer Doxy. Das ist ein magisches Tierwesen, das manchmal mit einer Fee verwechselt wird. Aha, okay. Oh no. Puh, oh, sorry. Puh. Oh. Und mal was anderes. Rebellion. Bombarda. Reparo. Und das war's auch hier.
Und gleichzeitig war es das für diesen Part, Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.